Die Warnstreiks im Busverkehr werden wohl weitergehen, denn von der Arbeitgeberseite scheint es zumindest momentan kein Entgegenkommen zu geben. Am Freitag gab es eine landesweite Urabstimmung der Busfahrer, ob die Warnstreiks ausgeweitet werden sollen. Das Ergebnis ist eindeutig. Naja, wir haben ein Ergebnis von fast 98% in ganz Baden-Württemberg. Wahrscheinlich sieht es in allen Betrieben ähnlich aus, wie die Stimmung auch bei uns letzte Woche war. Das ist ein deutliches Zeichen für uns, dass die Kolleginnen und Kollegen bereit sind, die Arbeitskampfmaßnahmen auszuweiten. Denn bisher zeigte sich die Arbeitgeberseite nicht besonders kooperativ, erklärt Stein. Den Weckruf haben die Arbeitgeber jetzt. Am Montag haben sie die Möglichkeit, ihn zu hören, mit uns nochmal zu verabreden, ob sie denn verhandeln wollen. Es wird am Montag nur darum gehen, ob es überhaupt einen Weg gibt zu verhandeln. Wenn sie den Weckruf nicht hören am Montag, wird am Dienstag dann der Wecker klingeln und im Zweifelsfall die Kollegen entscheiden, dass sie mehrtägig und länger in den Streik gehen werden. Ob es zu mehrtägigen Streiks und auch unangekündigten Streiks kommen wird, zeigt sich in diesem Fall also am Montag. Bleibt zu hoffen, dass es dann besser als beim letzten Mal läuft. Denn in der letzten Verhandlungsrunde ist die Arbeitgeberseite einfach vom Verhandlungstisch aufgestanden. Obwohl wir unsere Forderungen vor ein paar Monaten denen zugeschickt haben, wussten sie nicht an dem letzten Verhandlungstag. Sie sind dann aufgestanden und haben sie uns gesagt, dass wir was von denen fordern, unverschämt ist. Wir waren wirklich sehr enttäuscht von dem gegenüberstehenden Verhandlungsführer. Sie sind einfach aufgestanden und gegangen. Wir waren sprachlos. Eines der Hauptanliegen der Busfahrer ist die Bezahlung der Standzeiten. Was wir gefordert haben, überlegen Sie sich mal. Ein Busfahrer, der 14 Stunden lang im Betrieb ist, anwesend bei der Arbeit ist, hat er, und zwar längere Pausen vielleicht, auch Stückle Pausen, aber 14 Stunden da ist, hat er von seinem Tag noch 10 Stunden übrig. Nicht nur, dass der Fahrer, gehen wir von 7 Stunden Schlaf aus, nur noch 3 Stunden Zeit für andere Dinge hat, er bekommt diese Extrastunden auch nicht bezahlt. Davon abgesehen haben sich die Busfahrer auch während der Pandemiezeit nicht wertgeschätzt gefühlt, obwohl sie täglich an vorderster Front waren. Damit die Arbeitgeber die Forderungen endlich ernst nehmen, müssen nun härtere Streikmaßnahmen durchgeführt werden, auch wenn das für einige Fahrgäste schwierig wird.